Da. Herzlich willkommen, wir spielen jetzt Pikmin. Ah, ich liebe diese Musik. Und ich liebe auch diese Musik. Wir spielen Pikmin, allerdings alleine. Und wir spielen als Olimar. Man könnte auch als Pikmin spielen mit der Wii-Fernbedienung. Aber natürlich wollen wir als Olimar spielen, wie sich das gehört. Ich finde auf jeden Fall, Pikmin ist das Spiel, das noch am stärksten am Originalspiel dran ist. Und ihr werdet auch gleich sehen, was es damit auf sich hat. Hier kriegen wir erstmal wieder die Steuerung erklärt. Das ist alles schön und gut. Und dieses andere Mi, das ist jetzt ein vom Computer gesteuertes Mi. Der wählt sich da zufällig was aus. Und wir sind im Punktkäferwald. Und die Musik ist einfach super. Wir rennen jetzt hier einfach mal durch, sammeln ein paar Münzen. Und wir können unsere Pikmins natürlich ganz Pikmin-typisch hier auf diese Blöcke und alles Mögliche schmeißen. Und wir können natürlich auch dieses Item hier aktivieren und bekommen dafür Nektar. Den brauchen wir, um unsere Pikmins aufzuleveln. Und schauen wir doch mal, ob hier auch noch irgendwo was versteckt ist. Es ist wirklich, die meisten Spiele sind halt einfach nur... Oh, da kommen die ersten Gegner. Und das ist übrigens die dunkle Monita. Der Schrecken des Nintendo Lands. Und hier haben wir unsere ersten Gegner. Da werfen wir doch einfach mal unsere Pikmins drauf. Und hier noch mehr Gegner. Und Nektar. Ganz viel Nektar. Alles meins, alles meins, alles meins. Und noch mehr Gegner. Und ein Herz. So viel Liebe habt ihr. Ihr seid so voller Liebe, dass ihr mir Herzen schenkt. Anders als im normalen Pikmin können wir übrigens hier ganz normal durchs Wasser laufen, ohne dass unsere Pikmins sterben. Die werden einfach nur entsprechend etwas langsamer. Mit Ausnahme natürlich der blauen. Die können ja auch im normalen Pikmin schwimmen. Hier dürften wir wieder etwas Nektar bekommen. Sehr schön. Bei Level 5 bekommen wir die Knospen-Pikmins, die entsprechend etwas mehr Schaden machen, und wir bekommen auch allgemein mehr Pikmins. Und dann gibt es noch bei Level 10 die nächste Stufe, die Blüten-Pikmins. Normalerweise schafft man auch diese zwei Levelstufen in einem normalen Level. Natürlich kann man das auch ein bisschen auf das vom Computer gesteuerte Pikmin aufteilen und so entsprechend weniger Nektar bekommen. Dafür wird das dann auch auf höheres Level gestuft. Und ich glaube, wir haben was übersehen. Ich gucke mich hier nochmal kurz um. Nein, wir haben alles. Dann gehen wir doch einfach mal weiter und haben hier einen Warp-Punkt, nenne ich es jetzt einfach mal. Auch wenn wir hier nicht direkt gewarpt werden, sondern einfach weggewirbelt. Und hier sehen wir schon jede Menge schlafende Gegner. Viele, viele Schnarchnasen. Und Nektar. Nektar brauchen wir auf jeden Fall. Und hier dürften wir noch mehr Nektar bekommen. Und gleich sind wir auf Level 10. Und bekommen unsere Blüten-Pikmins. Sehr schön. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Das heißt, den restlichen Nektar kann jetzt das blaue Pikmin meinetwegen einsammeln. Denn wir können jetzt eh keine neue Pikmin-Stufe mehr erreichen. Das Problem ist natürlich, dass die Pikmins den Nektar für gewöhnlich zu mir bringen. Da muss man dann manchmal ein bisschen tricksen, dass die dann in das blaue Pikmin reinlaufen. Und wir wecken den jetzt einfach mal auf. Die anderen schlafen seelenruhig weiter. Du jetzt allerdings nicht mehr. Du wirst jetzt auch nicht mehr viel Zeit zum Schlafen haben. Und der ist jetzt auch mit aufgewacht. Aber was soll's. Und wir aktivieren den nächsten Warp-Punkt. Und hier dürften wir jetzt eine Life-Extension kriegen. Nein, wir kriegen Nektar und eine Life-Extension. Okay. Auch kein Problem. Dann lassen wir uns mal weiter pusten.
Und was könnte in so einer arenaartigen Halle schon anderes kommen als ein Zwischenboss? Und bevor wir jetzt auf den losgehen, muss ich auf jeden Fall eins zeigen. Komm, greif mich an. Greif mich an. Greif mich an. Okay, die roten können wir schon mal ausschalten. Vielleicht greift er ja das blaue Pikmin. Ja! Und zwar, wenn er einen erwischt, passiert Folgendes. Genau das. Irgendwie eklig, aber auch lustig. Aber auch eklig. Komm! Nein! Blaues Pikmin, komm her! Ich rette dich. Gut. Dann schalten wir ihn mal aus. Das ist die Rache. Oh. Du hast meine Pigments abgeworfen. Was fällt dir denn ein? Und es gibt Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Bares, Bares, Bares. Und da kommt unser Raumschiff. Das ist das Ziel eines jeden Levels. Das Raumschiff zu erreichen. So, und das haben wir jetzt auch erfolgreich geschafft. Und verlassen den Planeten. In bester Bravour oder so. Ist auch auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele. Das macht richtig viel Spaß. Dann können wir ja... Was gehen wir denn als nächstes an? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einen kleineren Boss an, den Oberpunktkäfer. Es ist immer so... Zwei normale Pikmin-Level, einen Zeitlimit-Pikmin-Level, den ich euch auch noch zeigen werde, und dann ein Zwischenboss. Dementsprechend gibt es, im Grunde kann man sagen, vier solche Abschnitte, jeweils immer mit diesem Aufbau. Zwei Pikmin-Level, ein Zeitlevel, ein Boss. So, als allererstes werden wir uns hier jetzt entsprechend auf den Kampf vorbereiten, indem wir so viel Nektar wie möglich aufsammeln. Und auch hier drüben. Einfach mal überall die Pigments dagegen werfen. Das hat noch niemandem geschadet. Hier dürften wir dann auch wieder etwas Nektar bekommen. Und nein, hier kriegen wir die Life Extension. Okay, auch in Ordnung. Dann gehen wir erstmal hier auf den Schalter. Und da hinten ist doch noch etwas, eine Münze. Die können wir natürlich auch immer gebrauchen. Dann gehen wir mal weiter. Und da erwartet uns der Oberpunktkäfer, der hier ganz fröhlich schläft, bevor er dann plötzlich anfängt mit den Zähnen zu fletschen. Und seinen Kopf ein paar Mal im Kreis zu drehen. Ist er nicht süß? Schwachpunkt ist... So ziemlich bei allen Gegnern immer diese lila Punkte und... Nein, du willst nicht herkommen. Ach so, du wirfst deine Pigments ab. Gut, dann nutze ich die Gelegenheit, um einen Stein auf dich zu werfen. Das hast du jetzt davon. Oh, ein Herz, das braucht man nicht. Nein, blaues Pigment, ich brauche das Herz nicht. Ich habe keinen Schaden kassiert. Gut, du gibst mir das Herz trotzdem, kannst du machen. Wir können übrigens auch alle Pigments zu uns herrufen, einschließlich dem blauen. Was ganz praktisch ist, gerade im Multiplayer, weil da spielt dann natürlich der andere Spieler entsprechend das blaue Pikmin. Und so kann man den dann auf Gegner draufschmeißen und Nektar kassieren, um Knospen-Pikmins zu kriegen. Wenn das blaue Pikmin übrigens getroffen wird, wirkt sich das auf unsere Lifeline gar nicht aus. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir nicht nur ein Herz, sondern auch Nektar. Und wir haben ihn gestunt. Dafür sind die Steine normalerweise gut. So, und wir sind schon auf Stufe 8. Nicht mehr lang, dann kriegen wir die Blütenpigments und können hier richtig gut Schaden machen. Schauen wir mal, ob wir ihn nochmal gestunt kriegen. Scheinbar nicht, aber wir haben ihm dafür ein wenig Schaden gemacht. Haben wir hier noch einen Stein drin? Nein, ein Herz. Haben wir hier noch einen Stein drin? Eine Bombe! Jetzt gehen die harten Kaliber los. Ah, nein, mach die Bombe weg! Oh, da ist noch eine. Okay, wir haben unsere Blütenpigments. Den restlichen Nektar kann das blaue Pigment aufsammeln. Wir werfen einfach nochmal eine Bombe. Bombenstimmung. Das gibt jede Menge Nektar. Und jetzt ist das Ding aggro.
Das blaue Pikmin ist raus. Aber glücklicherweise auf das blaue Pikmin und nicht auf uns. Und wir haben eh schon alles bis auf seinen letzten Schwachpunkt aktiviert. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Jetzt geht es nämlich auf die Beine. Und das Ding ist jetzt richtig aggro. Und will uns einfach mal über den Haufen walzen. Glücklicherweise haben wir jetzt so einen Haufen Pikmins, dass uns das auch mal egal sein kann. Wolltest du mich gerade fressen? Also wirklich, wie unhöflich. Es gehört sich nicht, andere Leute zu essen und erst recht nichts über den Haufen zu walzen. Wie man jetzt auch sehr schön gesehen hat, wenn wir ein Herz verlieren, haben wir, wie ja schon erwähnt, auch Nektar verloren. Deshalb ist es gerade in Bosskämpfen immer ganz praktisch, ein bisschen Nektar auf Reserve zu haben, damit man halt nicht unter Level 10 fällt. Ich pfeife mal meine ganze Belegschaft wieder her, damit ich die alle... Nein, 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 das tust du doch, okay. Okay, wir sind auf welcher Stufe? Sehen wir leider nicht. Okay, wir haben wieder Stufe 11. Das heißt, nicht weiter tragisch. Und so langsam dürfte sich dieser Kampf dann auch dem Ende neigen. Und wir haben seinen letzten Schwachpunkt erreicht. Der Bau. Und der ist nun auch erledigt. Tja, das war der Oberpunktkäfer. Und natürlich kommt jetzt entsprechend auch das Raumschiff wieder. Es ist auf jeden Fall auch eins der etwas zeitaufwendigeren Spiele, weil die Levels zum Teil doch auch recht groß sind. Ich würde aber sagen, einen Level machen wir auf jeden Fall noch. Ich will euch auch mal so einen Zeitlevel zeigen. Da nehmen wir jetzt einfach gleich den in dem Abteil nach dem Oberpunktkäfer. So, Rekord haben wir nicht gerade gebrochen, aber was soll's? Da. Im Dunkeln. Wir haben eine Minute. Ah nein, Moment, das war der Meisterrang. Man kann auch immer, wenn man bestimmte Ziele erreicht, einen Meisterrang abschließen. Aber das nehme ich mir jetzt nicht extra vor. Denn ich will euch ja hier was zeigen und nicht wie ein Irrer durch das Level hetzen. Oh nein, wir haben 20 Sekunden. Wir müssen sofort wie ein Irrer durch das Level hetzen. Das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe. Eine Bombe. Oh, und eine Hammernuss. Mit der kriegen unsere Pikmins einen neuen Angriff. Und zwar einen Stampfangriff. Und mit diesen Uhren kriegen wir entsprechend mehr Zeit. Diese Plattformen bringen uns natürlich weiter. Wie soll es anders sein? Und hier sollten wir entsprechend nicht über den Haufen gewalzt werden. Weil wir nämlich nur noch 10 Sekunden haben. Schnell! Okay. Alles im grünen Bereich. Eine Kanone. Eine Uhr. Mehr Zeit, mehr Zeit, mehr Zeit, mehr Zeit, mehr Zeit. Ja, mehr Zeit ist sehr gut. Dann gehen wir hier mal gemütlich über den... Oh mein Gott! Ein riesiger Käfer. Der in die Robe fällt. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Diesmal werden wir eingesogen und nicht weggepustet. Öfter mal was Neues. Und sind hier in einem dunklen Bereich, wo wir einfach mal einen Käfer ins Gesicht kriegen. Interessant übrigens an den Zeitlevels ist, dass wir zum einen schon mit Blütenpigments beginnen und dass wir keine Lebensleiste haben. Das heißt, wir können nicht sterben, aber natürlich, wenn wir Schaden kassieren, werden wir einen Moment aus der Stage gefegt. Und können entsprechend natürlich wertvolle Zeit einbüßen. Was wir nicht wollen. So. Sieht aber im Moment noch alles ganz gut aus. Wir kommen hier recht gut durch. Ah! Was tust du? Wieso tust du mir das an? Das kostet doch alles Zeit. Wir haben keine Zeit. Und wir haben unsere Hammernuss verloren. Ja, wenn wir einen Treffer kassieren, verlieren wir die leider. Münze, 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 Münze. So viel Zeit muss sein. Und hier haben wir gleich mal haufenweise Gegner, die hoffentlich ein bisschen Zeit fallen lassen.
sehr schön. Jeder 10 Sekunden, das ist doch nice. Und noch mehr Gegner, die uns einfach mal anspucken. Wie unhöflich. Naja, hat ja nur das blaue Pikmin erwischt. Da kümmern wir uns später drum. Und zwar jetzt. Angespuckt zu werden hat im Grunde denselben Effekt wie gefressen und wieder ausgeschieden zu werden. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Zwischenboss, könnte man sagen, der uns einfach eine Zeit kosten möchte. Denn solange der hier rumrollt, können wir nicht viel machen, außer eine Bombe auf ihn zu werfen. Was ihm gerade herzlichst egal ist, weil ich ihn nicht anständig erwischt habe. Dann werfe ich jetzt nochmal eine Bombe, das dürfte reichen. Es reicht nicht. Das könnte uns jetzt wertvolle Zeit kosten. Puh, das war knapp. Schnell, schnell, schnell. Münzen, Münzen, Münzen. Wir haben doch keine Zeit. 3, 2. Ah, mit 2 Sekunden haben wir es doch noch geschafft. Ja, damit habt ihr mal so ein bisschen in dieses Spiel auch reinschauen können. Wir haben uns so die einzelnen Levelarten angesehen. Ich kann ja vielleicht mal kurz zeigen, das ist natürlich, hier geht's bis 8, entsprechend immer 2 Pikmin-Level, Zeit-Level-Boss. Und hier geht's dann auch nochmal weiter, im selben Schema. Und dann gibt es auch, wenn man die ersten Level geschafft hat, gibt's hier nochmal extra Level, die habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, jetzt haben wir auch schon genug vom Spiel gesehen. Und im nächsten Video machen wir dann weiter mit... Na, womit geht's weiter? Mit Octopus Dance, meinem Nemesis in diesem Spiel. Das ist nämlich alles andere als einfach und ich muss jetzt hier mal ein bisschen den... So, Controller etwas gerade halten, sonst wird euch noch schwindelig von der ganzen Wabbelei hier. So, aber im nächsten Spiel erstmal Octopus Dance. Ihr dürft euch auf ein paar Fails freuen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und danach geht's weiter mit Samus. Das ist dann wieder ein echt gutes Spiel. Metroid haben sie echt super umgesetzt, auf jeden Fall. Und Octopus Dance. Ah, das Spiel ist echt schwer, kann ich auf jeden Fall sagen. Naja, auf jeden Fall dürft ihr euch dann freuen im nächsten Spiel. Octopus Dance. Freut ihr euch drauf, dann freut sich wenigstens einer. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Pagu.